Die Sonne kommt raus, der Frühling ist da, die Gartensaison beginnt. Auch wenn ihr nicht irgendwie einen großen Garten habt, könnt ihr trotzdem euer eigenes Gemüse anbauen. Der beste Weg dafür ist ein Hochbeet. Das könnt ihr euch sogar auf den Balkon stellen oder so. Dafür gibt es ein paar Tipps und Tricks, die ihr wissen solltet, und die zeige ich euch jetzt. Bevor Sie das Hochbeet bepflanzen, müssen Sie es erstmal vorbereiten. In der Regel besteht es aus Holz. Um die Innenwände vor Feuchtigkeit zu schützen, sollten Sie es mit Folie auskleiden. Am Boden ein paar Löcher rein, dass kein Stauwasser entsteht, und fertig ist das Hochbeet. Die Bodenschicht sollte gut durchlüftet sein, dass überschüssiges Wasser ablaufen kann. Die zweite sollte ebenfalls eher luftig ausfallen. Die dritte Schicht versorgt die Pflanzen mit Nährstoffen. Dafür gibt es Komposterde oder Sie benutzen Garten- und Bioabfälle. Die oberste ist die sogenannte Pflanzenschicht. Die hochwertige Erde darf ruhig bis zu 30 cm hoch werden. Die verschiedenen Schichten in unserem Hochbeet sind wichtig, dass das Beet die ganze Zeit gut durchlüftet bleibt und dass die obere Pflanzenschicht auch immer mit Nährstoffen versorgt wird. Da findet ein Verrottungsprozess statt, der das Beet natürlich wärmt. Und deshalb kann man da auch schon relativ früh im Frühjahr anfangen, um sein Hochbeet zu bepflanzen. Die unteren Schichten kann man dann bis zu 5 Jahren drin lassen, das untere. Nur die oberen Schichten würde ich immer wieder erneuern. Also nach dem Winter schaufel ich dann oben ein bisschen was raus und tue dann neue Erde drauf. Da könnt ihr einfach Gemüseerde oder spezielle Hochbeeterde dafür nehmen. Und anfangen tun wir jetzt mit den Gurken. Und diese hat Nikolai schon vorgezogen. 3 Samen fingerdick in Anzuchterde pflanzen, Wasser- und Frischhaltefolie drüber und auf eine sonnige Fensterbank stellen. Wenn die Blätter der kräftigsten Jungpflanze über den Topfrand schauen, den Topf mit zusätzlicher Erde auffüllen. Wenn die Pflanze dann etwa 20 cm Höhe erreicht hat, pflanzen Sie sie ins Hochbeet um. Gurken sind Kürbisgewächse, die sprießen richtig und bilden richtig große Blätter, und deshalb haben die auch einen sehr hohen Nährstoffbedarf und brauchen sehr viel Wasser und sehr viel Sonne. Wenn du sie vom Boden wachsen lässt, dann müsste man so Rankhilfen daneben stellen, dass sie da hochwachsen können. Im Hochbeet können die auch wunderbar einfach zur Seite runterwachsen. Und deshalb suche ich denen jetzt hier so ein Plätzchen an der Seite. Das Hochbeet stellt ihr am besten auf die Südseite von eurem Haus, dass sie da genug Sonne kriegen. Dann drückt ihr die Erde ein bisschen an, und die Erde kann hier ruhig ein bisschen obendrauf, dass die Pflanze noch hier am Strang ein bisschen Wurzeln bildet, dann wird sie stärker. Die ersten Gurken wird man dann schon so im Juni ernten können, und geschmacklich sind die am besten. Man darf die nicht so ganz groß werden lassen, weil sonst werden sie dann schnell bitter, so unter Supermarktgröße auf jeden Fall. Und wenn sie so groß werden, dann entwickeln die auch so große Kerne, und es schmeckt dann nicht mehr so gut. So, dann tue ich hier jetzt die Rankhilfen, die da drin waren, jetzt noch raus, dass die hier schön dann sich hinlegen und über den Rand drüber wachsen. Zwischen die Gurken pflanzt Nikolai noch Kräuter. Nicht nur um den Platz zu füllen, sondern auch, weil Kräuter für Gurken gute Nachbarn sind. Und ein Highlight für jedes Hochbeet. So, hier jetzt als Platzfüller für zwischendrin eignet sich Salat wunderbar fürs Hochbeet. Da habe ich mir jetzt in der Gärtnerei so Pflücksalat-Setzlinge gekauft. Man kann da auch Kopfsalat kaufen, den sollte man nicht zu spät im Jahr einpflanzen, weil sonst fängt er direkt an zu blühen und bildet keine schönen Köpfe. Beim Pflücksalat ist der Vorteil, dass man über mehrere Wochen was davon hat. Die bilden so Blattrosetten, und wenn man dann nur die äußeren Blätter so abreißt oder mit einem scharfen Messer abschneidet, dann wächst es nach, und man kann über einige Wochen den Salat ernten. Den sollte man auch nicht zu tief einpflanzen. Die Blätter sollten auf jeden Fall nicht unter der Erde sein. Dann drückt man die Erde hier schön an. Ich pflanze den Salat jetzt hier alles auf einmal, aber es würde sich auch anbieten, dass man den im Abstand von 2 bis 4 Wochen pflanzt, dass man dann einfach immer nachpflanzen kann und so über den ganzen Sommer frischen Salat ernten kann. So, wenn man das dann alles eingepflanzt hat in seinem Hochbeet, dann ist es wichtig, das auch alles gut anzugießen, dass sich die Lücken zwischen der Erde füllen und so ein bisschen aneinander gedrückt werden. Ja, und schon ist unser Do-it-yourself-Hochbeet bepflanzt. Viel Spaß beim Nachbauen, beim Nachpflanzen und eine reiche Ernte.
Hey, liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns ein Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.